Mein Name ist Levin Subotic, bin 27 Jahre alt und Innenverteidiger mit der Rückennummer 4 bei Borussia Dortmund. Ich bin Abdullah, ich bin 23 Jahre alt. Meine Position, ich spiele rechte vorne. Ich bin in Bosnien geboren und habe einen Weg über Deutschland bis nach Amerika gemacht. Bin jetzt auch amerikanischer Staatsbürger, aber tatsächlich sehe ich mich als Weltbürger. Ich spiele bei RC Germania Lichnich. Ich komme aus Guinea. Abdul, wie ist es jetzt dazu gekommen, dass du in Deutschland bist? Ich habe das erste Mal in Mali weitergemacht nach Mauritania. Und Mauritania, ich habe gefahren nach direkt in Marokko und dann in Deutschland angekommen. Neven, ich möchte wissen, wenn du bist in Deutschland geboren? Ich bin nicht in Deutschland geboren. Zwar bin ich in Bosnien geboren und 1990 sind wir geflüchtet, weil der Krieg ausgebrochen ist. Und 1999 wurden wir nicht mehr geduldet. Wir haben von einem Programm erfahren, bei dem wir uns bewerben konnten, um nach Amerika zu gehen. Ich bin jetzt 10 Jahre. Wieder in Deutschland. Im Guinea geht schlecht, die Licht und die Wasser. Ne? Zum Beispiel, wenn Dortmund hat Licht heute, ja, und Köln hat kein Licht. Mhm. Wenn Freiburg hat Licht, mhm, und Hagen hat kein Licht. Ja. Ich möchte wissen, wenn du bist einmal in Afrika gegangen. Mehrmals dazu gekommen bin ich über meine Stiftung. Wir fokussieren uns erstmal auf die wichtigsten Schritte, die erfolgen müssen, damit man überhaupt leben kann. In Guinea vor einem Monat, ne? Ja, gibt es kein Wasser. Gibt es kein Wasser. Okay, 1-0. Lass uns doch mal über deine Kollegen sprechen. Mich würde interessieren, wieso sie nach Deutschland kommen muss. Meine Kollege von meiner Mannschaft kommt aus Finnland, aus Eritrea, aus Nigeria, aus Ghana, aus Albanien, Irak, aus Marokko auch. Die Leute von Syrien, aber alle wissen das, in Syrien. Jetzt ganz großer Krieg. Ja. Da wird schon schnell deutlich, dass es viele Länder gibt auf dieser Welt, wo es viele krasse Probleme gibt, dass die Leute schon aus all diesen verschiedenen, also nicht nur Ländern, sondern dann auch Kontinenten, so eine lange Reise auf sich nehmen müssen, weil sie aus Sicherheitsgründen, weil sie politisch verfolgt sind. Korruption, Terror und Kriege und Armut. Und das auf dieser ganzen Welt, das ist schon echt krass.